Sich vorbereitet. Ja, Freunde der Freiheit, genauso ist es. Wir sind alle Freunde der Freiheit, aber diese Freiheit, die wir hier in diesem Land früher hatten, ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich. Und vor allen Dingen nicht mehr dann selbstverständlich, wenn man sich gegen die BRD ausspricht und ihre Vorhaben im gesundheitlichen Wesen, was sie da alles mit uns vorhatten. Und ja, es ist einfach total komplex. Ich möchte auch gar nicht mehr alles wiederholen, was ich gestern in Herxheim gesagt habe. Das ist aufgenommen, es ist draußen, die Leute können sich es anschauen. Es ist auf jeden Fall, ja, es hat es in sich. Und manchmal frage ich mich selber, wo geht diese Reise hin? Ja? Und ich sage euch eins, wenn ich euch sehe, dann weiß ich, wo mit euch diese Reise hingeht. Aber wenn ich den Großteil dieser Gesellschaft manchmal so sehe, wie sie sich alles weiter hypnotisieren lassen vom Fernseher, und sich den nächsten, ja, Psychomüll in den Kopf trümmern lassen, da frage ich mich, wo geht dieser Rest der Gesellschaft hin? Ja, weil das wir untereinander haben das verstanden, was hier läuft, was hier passiert, aber der Rest ist total unvorbereitet und das wird so ein richtig böses Erwachen. Das wird ihnen so richtig um die Ohren knallen. Also uns hat es ja schon sehr wehgetan, zu verstehen, was hier läuft. Aber jetzt versetzt euch mal in die Lage von den anderen, die bis heute immer noch der Auffassung sind, dass die BRD es gut meinen würde. Was das für einen Knall geben muss, wenn die erkennen, was ihnen angetan worden ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil mir haben diese letzten 3 Jahre sehr wehgetan. In ganz vielen Sachen, ja. Meine eigene Mutter hat sich damals auch vor mich gestellt und hat gesagt gehabt, sie lässt sich extra ein 4. Mal spritzen, um es mir zu beweisen, dass es nicht so ist. Und heute muss ich zugucken, wie ihr nach und nach die Haare ausfallen. Und es sind so ein paar andere Aspekte dabei. Und ja, es bestätigt sich alles. Ja, die Ergebnisse sind heute schon auf dem Friedhof zu erkennen. Und ich will es jetzt mal anders anregen. Mit einer anderen Anregung dahin, folge dem Geld und du verstehst diese Welt. Und das, was hier läuft auf dieser Welt, das läuft nicht ohne Plan, sondern ist lange geplant. Auch diese ganze Weltkriegseskalation, die sie davor hatten. Und für einen Krieg braucht man Geld. So, aber wie kann man jetzt in kürzester Zeit Geld sparen? Indem man sich Menschen entledigt, die Geld kosten. Ja, das ist doch nicht mal abwegig, auch da oben. Rentner kosten Geld, oder wollt ihr da widersprechen? Ich glaube nicht, oder? Ihr steht doch auch für Frieden. Also, die Rentner kosten Geld und dann erfindet man quasi einen Vorwand, um diese Menschen anzulügen, zu täuschen, zu manipulieren, zu erpressen, zu nötigen, um sich, ja, um Geld zu sparen. Denn dieser Geld wird jetzt für Munition und Waffen benötigt, aber ich habe das gestern auch schon quasi vorgelesen aus der hessischen Landesverfassung. Jede Art der Vorbereitung für Krieg ist verfassungswidrig. Und die Verfassungsfeinde sitzen sicher nicht hier, sondern die sitzen in der Regierung in Berlin. Genauso sieht es aus. Denn sie haben